keinen Schaden. Großartiger Film, einer der besten Filme, die ich je gedreht habe. Kommen Sie nicht näher. Spannend. Ich finde das einen ganz großartigen Film und ich habe halt da auch gemerkt, also auch später vor allem habe ich gemerkt, was halt ein gutes Buch und ein guter Regisseur ausmachen. Nämlich, das ist, wenn man ein gutes Buch hat, dann ist das halt die halbe Miete vom Film und das kann schon ausschlaggebend sein. Du musst schon abdrücken. Der Michael Haneke hat mich angerufen. Das war 5 Jahre nach Bennys Video. Ich war gerade mit der Schule fertig und habe mich für Musik interessiert, wollte Musik studieren. Und meinte, er hat ein Buch zu lesen und hat mir das Drehbuch zu Funny Games vorbeigeschickt. Und ich war sehr überrascht. Ich habe nach der Trilogie, also Der siebte Kontinent, Bennys Video und 71 Fragmente, die Trilogie von Haneke, die ja sehr spröde Filme sind, mit einem sehr langsamen Rhythmus, war ich sehr überrascht, das Buch dann zu lesen von Funny Games, weil das war was vollkommen anderes, als ich mir von Haneke erwartet hätte zu bekommen. Plötzlich habe ich halt ein Drehbuch eines klassischen Thrillers vor mir gehabt, weil er den Thriller, den amerikanischen Thriller aufs Korn nimmt, sozusagen, indem er das Genre kopiert und wo ich halt den bösen Mörderbuben geben sollte. Und ich war nicht schockiert, ich war begeistert. Ich fand das total geil, ehrlich gesagt, sowas spielen zu können. Es war etwas sehr ungewöhnlich an diesem Drehbuch. Er hat nämlich ins Drehbuch schon reingeschrieben, ziemlich am Anfang, als die zwei zum ersten Mal auftauchen, dass alles, was die zwei sagen, über das ganze Buch hinweg, nicht sarkastisch betont sein soll, also nicht dass man, weil das Ganze ist so beißender Sarkasmus die ganze Zeit, den die zwei fahren an sich, dass er nicht wollte, dass wir uns im Spiel da draufsetzen. Das war ihm so wichtig, dass er das einmal ganz am Anfang fettgedruckt ins Drehbuch reingeschrieben hat, dass wir das tunlichst nicht machen sollen. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Das war die erste Anweisung schon einmal, die im Drehbuch stand, was wie gesagt etwas ungewöhnlich ist. Und wir haben uns dann mal einen Tag lang zusammengesetzt bei ihm zu Hause und haben das Buch noch mal komplett zerlegt und sind das komplett durchgegangen. Zusammen mit Frank auch, mit Frank Gehring, der den Peter gespielt hat. Und haben über alles gesprochen und nochmal alles klargemacht, wie wir das verstehen und auch darüber diskutiert, im Zweifelsfall, wenn was unklar war. Er weicht dann auch bei der Arbeit nicht von seinen Büchern ab, der Michael Haneke. Und insofern, das war auch schon, da wurde auch keine Änderung mehr gemacht an dem Buch. Ulrich Mühe hat ja in Bennys Video schon meinen Vater, also den Vater von Benny, gespielt. Und just uns beide hat er wieder genommen, der Haneke, für Funny Games. Ulrich Mühe spielt wieder den Familienvater und diesmal kommt Benny in Form von Paul daher als Mörderbube. Also als ich Ulrich Mühe getroffen habe das erste Mal dann zum Drehen in der Drehvorbereitung, hat er mich begrüßt und meinte, Benny's Revenge. Ja. Also, dass er halt wieder uns zwei von Bennys Video, also von Vater, Sohn in Bennys Video, dann wieder nimmt für den Film, ist auch ein bisschen vielleicht nicht ganz unabsichtlich, ich weiß nicht. Das ist Paul. Freut mich, Sie kennenzulernen. Paul ist der Sohn eines Geschäftsfreunds. Freut mich. Nett, dass Sie mir helfen wollen. Eine Woche, glaube ich, waren wir außerhalb, weil den Außendreh, den hatten wir ganz am Anfang gemacht. Das Haus vom Außengarten oder so. Am See, halt das Segeln und wir hatten tatsächlich bei einer Probefahrt, hatten wir das Boot versenkt mit Kameramann und Haneke und allen am Boot. Da mussten wir dann mit Rettungstaucher, die mussten schnell dann rein ins Wasser und die Kamera retten, die neue war beim Eimer.
Das nenne ich Sportsgeist. Und Susi Lothar, die war wirklich gefesselt, aber die hatte irgendwie schon so einen Zauberknoten. Ne? Die konnte irgendwie, die hatte irgendeinen Knoten, den sie selber aufkriegen konnte. Aber wir hatten halt parallel, war halt ein Motorboot mit Rettungstauchern. Ciao, Bella. Und sobald wir sie reingeschmissen haben, sind die rein und haben die sofort rausgeholt. Sieh dir die Frau des Käpt'n an. Meinst du, sie findet dich attraktiv? Deine Fettpölster? Aber der Rest spielt ja alles drin. Die Dreharbeiten, die fanden fast ausschließlich im Studio statt. Es ist ja auch ein Kammerspiel. Der ganze Film, das ist ja, spielt ja mehr oder weniger in einem Raum. Und das war alles im Studio. Das ganze Haus von innen ist im Studio nachgebaut. Hey du, Indianer. Wie heißt du eigentlich? Im Studio zu arbeiten hat den Vorteil, dass die Arbeit sehr konzentriert ist. Also man hat keine äußerlichen Störfaktoren, nicht sonst irgendwelche Sachen, die von außen mitspielen könnten, wie Wetter oder sonst irgendwelche Dinge, die man noch einberechnen müsste oder mit denen man rechnen müsste, sondern man kann sehr konzentriert, man weiß, man hat so viel Zeit da im Studio und kann alles sehr genau timen und ist ja auch die Studioatmosphäre ist einfach immer viel konzentrierter, als wenn man irgendwie außerhalb unterwegs ist. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Dass ich schau, der Hund bei dir. Was ist denn hier los? Schmeiß sie raus. Das ist gut, dass Sie bitte kommen, Herr Schober. Sie heißen doch Schober, nicht wahr? Die aufwendigste Szene war vielleicht die Plansequenz, relativ am Anfang, als die zwei Jungs reinkommen. Und da haben wir eine 5-Minuten-Szene, wo zuerst sind wir zu dritt und dann zu viert, zu fünf, dann kommen die dazu und bis er halt dann geschlagen wird, der Vater. Das ist nicht zu fassen. Das war technisch sehr aufwendig. Das war halt eine ziemlich lange Plansequenz. Wir haben dann den ganzen Tag, glaube ich, dafür uns Zeit genommen, aber schwierig, also das war schwierig von daher, aber es hat auch tierisch Spaß gemacht. Ich finde das super spannend, wenn es ist eine Herausforderung, ja. Ist wie ein Ballett sozusagen. Geben Sie es ihm doch. Was ist denn hier los? Nichts ist los. Das war der Vorraum, halt wirklich wenig Platz für die ganzen Bewegungen und Punkte. Und jetzt verschwindet gefällt. Und das ist gerade in der nächsten Einstellung, was mich auch fasziniert, ist der Moment, wo er geschlagen wird mit dem Golfschläger. Und man sieht den Schläger durch den Spiegel durchsausen sozusagen. Und man sieht das nicht. Ist eigentlich viel zu schnell alles, aber man nimmt es wahr. Man nimmt die Bewegung, diese Schlagbewegung wahr. Das finde ich einen großartigen Kinomoment sozusagen. Ein anderes Spiel. Ein Ratespiel. Was ist das? Der Paul ist viele. Der Paul ist der stereotypische, psychopathische Serienkiller, wie er im amerikanischen Film vorkommt. Ein Golfball. Und warum habe ich ihn hier in der Tasche? Die Lady weiß es. Weil? Der hat ja nur Spaß daran, das zu machen. Er hat ja kein, das ist ja nicht jetzt ein normaler Mensch, der einen umbringt oder der einen Mord plant oder dem ein Mord passiert oder wie auch immer, der mit der Schultern zu leben hat oder das alles, da müsste ich ja nie drüber nachdenken bei meinem Spiel, sondern das sind zwei Jungs, die Spaß haben, die Party machen, die feiern. Wenn ich mich recht erinnere, war der Ausgangspunkt unseres Spiels, dass Mama und unser kleiner Indianer hier sich verdrücken wollten. Warum nur? Weiß nicht. Darf man lügen, Dicky? Was gibst du bloß für ein Beispiel? Du weißt genau, warum sie gehen wollte. Weil du von den Fettpolstern angefangen hast. Was heißt ich? Du hast an ihrer Makellosigkeit gezweifelt. In der Vorbereitung auf den Charakter war ich mit Frank, der den Peter gespielt hat, einfach unterwegs und wir haben geguckt, wie wir zusammen Spaß haben tatsächlich. Wir haben uns kennengelernt und geguckt, wo wir unsere Berührungspunkte und was wir lustig am anderen finden und so. Wir sind mehr oder weniger feiern gegangen, also als Vorbereitung. So blöd das klingt, so zielführend war das. Und der hat jetzt auch keinen speziellen Charakter oder kein spezielles Gesicht, sondern das ist auch der Witz daran, dass der Paul eigentlich austauschbar ist und irgendwer sein kann. Was sollen sich die Leute denken? Gibt es mehrere Szenen, wo das eben thematisiert wird, weil sie ständig ihren Namen wechseln. Okay, Tom,
Okay, Jerry. Tom und Jerry, Peter und Paul, Dick und Doof, Beavis and Butthead, die ich auch selber damals geschaut habe und super fand. Eine für Beavis, eine für Butthead. Aber damit thematisiert er ja eben diese Austauschbarkeit. A, B, Bu und draus bist du. Draus bist du noch lange nicht. Musst erst sagen, wie alt du bist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Charakter eben nicht festnageln kann. Und man sollte es nicht versuchen, glaube ich. Man sollte nicht versuchen, herauszufinden, wer genau ist er jetzt. Weil das ist gar nicht der Punkt. Ja, das war sehr clever von Haneke, dass er ein Paar nimmt, das im echten Leben auch ein Paar ist. Ulrich Mühe und Susi Lothar, weil die mussten halt wirklich viel leiden und jedes Mal mussten sie sich wieder da reinbegeben und jedes Mal wieder dorthin gehen. Das ist schon eine harte Welle für einen Schauspieler. Da hatten wir es wesentlich einfacher. Und wir haben die auch tunlichst in Ruhe gelassen. Also wenn dann fertig war, Klappe, die haben ihren Rückzugsraum gehabt, wir haben unseren Rückzugsraum gehabt. Und wir haben da auch nicht außerhalb des Drehs unsere Späße mit denen getrieben. Wir haben die dann schön in Ruhe gelassen, damit die in ihrem Gruft auch drin bleiben konnten. Das war schon sehr wichtig natürlich. Also, Anna, wir spielen das Spiel, die liebende Gattin. Oder ob Messerchen, ob Schießgewehr, das Sterben fällt nicht immer schwer, okay? Ich hatte eine Szene, die nicht drin ist, die hat er dann rausgeschnitten tatsächlich, mit der ich auch Schwierigkeiten hatte, wo ich sie, also die Mutter, die Susi Lothar, nochmal angehe mit dem Golfschläger, nochmal gesondert, ihr nochmal droh. Und das war ziemlich, da wurde es sehr... Das war schon sehr nah alles. Und das war sehr schwierig zu drehen. Na komm schon, setz dich zu mir. Wir machen jetzt ein Spiel. Lassen Sie den Jungen los. Ich weiß, du willst mit mir nicht spielen, aber wir ziehen, das macht Spaß. Lassen Sie den Jungen los. Siehst du, wie deine Mutter für dich eintritt? Könnte sich dein Papa dann ein Beispiel nehmen? Ich weiß nicht, wie alt Stefan war. Der war 13 oder so irgendwas, schätze ich mal. Aber man unterschätzt Kinder generell, also von wegen, wie ist man mit ihm umgegangen, wie hat man ihm das erklärt und so weiter. Die verstehen das. Kinder verstehen das, die verstehen, was los ist und die verstehen, was läuft. Gerade eben Kinder, die jetzt im Film schon spielen, oder die sind ja meistens sehr tough, die wissen ja, die sind ja auf Zack, die sind sehr intelligent, und die verstehen sehr viel. Mit denen kann man auch über Erwachsenen-Themen oder was man halt macht, da kann man erwachsen sprechen. Ja, da muss man nicht irgendwie ihnen irgendwelche Geschichten erzählen, es passiert irgendwie das und das und man schneidet dann was ganz anderes rein oder so. Das ist im Prinzip gar nicht nötig. Und ich weiß jetzt nicht genau, was er im Detail mit ihm besprochen hat. Aber im Prinzip geht das schon in die Richtung. Wir haben ganz normal mit dem gesprochen und gearbeitet. Und der hat das einfach geschnallt und dann so gemacht auch. So, passt auf. Du musst schon stillhalten, sonst macht es keinen Spaß. Hey, jetzt hör mal zu. So ist's gut, Georgi. Wir arbeiten doch zusammen, oder? Die Premiere in Cannes war, wir haben uns total gefreut. Ich glaube, für Michael Haneke war das auch ein Riesending, weil er immer nach Cannes wollte. Cannes war schon immer sein Festival. Mit Bennys Video war er schon in der Regisseurenabteilung vertreten. Und wir waren da, ich glaube, er war das erste Mal mit Funny Games im Wettbewerb von Cannes. Das war noch dazu das 50. Jubiläum, glaube ich, 50 Jahre Cannes. Und das war super, das war ein Riesending. Ein tolles, großes Festival damit gemacht, mit allen möglichen Glamour und Verrücktheiten. Und das war für mich als junger, angehender Schauspieler, aber das war schon ein tolles Erlebnis. Ja. Ulrich Mühe und Susi Lothar haben das auch sehr genossen. Wie die Premiere überall.
Leute sind erbost rausgelaufen, streckenweise. Das Lustige ist, wenn bei Funny Games, wenn Leute rausgegangen sind aus dem Kino, was durchaus immer wieder bei Haneke-Filmen vorkommt und bei Funny Games ganz speziell, weil die das einfach nicht gepackt haben. Denen war das zu krass, diese beißende Ironie gepaart mit dieser Brutalität. Das haben die einfach nicht verkraftet und sind dann eben nicht nur rausgegangen, sondern wollten auch, dass alle wissen, dass sie rausgehen, und sind immer mit knallenden Stühlen rausgegangen und haben so zack, hat man gewusst, wenn wieder einer aufgestanden ist. Das war ein bisschen übertrieben, aber gut. So, Haneke ist zum einen gewöhnt, dass die Leute da aus seinen Filmen auch mal rausgehen, weil sie das halt nicht ertragen können. Also das ist, kann man auch doof finden, aber ist auch auf der anderen Seite, ich glaube, er sieht es auch ein bisschen als Auszeichnung, wenn Leute, gerade diese Emotionen, wenn er solche Emotionen in den Leuten auslöst, dann denke ich, glaubt er, hat auch was richtig gemacht, und das hat er auch nicht ganz unrecht mit. Ja. Also heutzutage hat er ein bisschen Kultstatus, der Film, und gerade bei Cineasten oder angehenden Regisseuren und so weiter, die lieben den Film, die finden ihn großartig und diskutieren ganz viel darüber. Und der hat insofern auch an seiner Aktualität nichts verloren und ist noch immer ein sehr viel diskutierter Streifen. Was ich interessant aber finde, ist, dass gerade damals, Mitte der 90er, der kam raus, mehr oder weniger gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahlen, aber mit Filmen wie Pulp Fiction oder Natural Born Killers. Ja. Und das waren auf alle Fälle zwei Filme, die mit der gleichen Sache spielen, oder im Prinzip zwei Filme, auf die es Haneke abgesehen hatte. Und das fand ich hochinteressant, dass der Haneke auch mit dem Film offensichtlich eine hochaktuelle Sache zu der Zeit gerade getroffen hat, die absolut ihre Berechtigung hatte, mal so dargestellt zu werden.